So, und dann ist da natürlich noch die hässliche Frage, wer soll das alles bezahlen? Sämtliche Bundesländer fordern die Pflichtversicherung gegen Elementarschäden, also durch Naturereignisse. Nur etwas mehr als die Hälfte der Haushalte hat so eine. In Frankreich sind es 98%, weil es da Pflicht ist. Vorteil, wenn alle einzahlen, bleiben die Beiträge einigermaßen bezahlbar, sogar in Risikogebieten. Wer in Deutschland in der falschen Region wohnt, zahlt sehr viel oder kriegt gar keine Versicherung. Das kann ja so nicht bleiben, zumal dann meist der Steuerzahler einspringt. Fast alle Parteien sind für, ja, zumindest Varianten der Pflichtversicherung. Warum kommt die trotzdem nicht? Das ist die Frage, wer bremst da? Man weiß es nicht. Ich müsste spekulieren und das wäre ja unseriös. Nein, das mache ich nicht. Das wäre geradezu unethisch, meine Damen und Herren. Ich kann nur sagen, die FDP, vor allem Justizminister Buschmann, schlägt sich hier auf die Seite der Versicherungen, die auch in Zukunft allein entscheiden wollen, welche Risiken sie versichern und ob überhaupt, sagen die Versicherungen. Ihr Argument, Versicherung verhindert ja keine Schäden. Lasst uns das Geld lieber in Prävention stecken. Dabei braucht es natürlich beides. Mehr Hochwasserschutz und Elementarschadenversicherung. Dann ist man safe. Also, es sei denn, das Wasser kommt aus der falschen Richtung. Im Schadenfall, wenn der Keller vollgelaufen ist, schicken die Versicherer ihre Armada von sogenannten Gutachtern. Und auf einmal heißt es, euer Keller war zwar voll, aber nicht durch Oberflächenwasser, durch angestiegenes, drückendes Grundwasser. Ja, und gegen sowas Drückendes von unten ist man dann leider gar nicht versichert. Weil das sind irgendwie bauliche Probleme oder so. Ja, immer das Kleingedruckte lesen, ganz wichtig. Es gibt sogar Policen, die versprechen Absicherung bei Starkregen, aber nicht bei Starkregen und Hochwasser. Verstehen Sie nicht? Ich auch nicht. Hier, die Provinzialversicherung erklärt's. Wir verstehen, dass für Laien eine Überschwemmung durch Starkregen und eine Überschwemmung durch Starkregen und Hochwasser durchaus ähnlich anmutet. Aus Versicherungsperspektive sind dies allerdings zwei verschiedene Sachverhalte. Ja, völlig verschiedene Sachverhalte. Ja. Liebe Kunden bzw. Laien, das ist eh alles viel zu komplex für eure schlichten Gemüter. Ja, auch solche legalen Tricks hätten sich endlich erledigt mit einer Pflichtversicherung. Hier, ehrlicher Spot. Dein Städtchen läuft schon wieder voll. Im Arsch ist auch dein Wagen. Du bist versichert, das ist toll. Doch wir müssen dir was sagen. Denn wenn der Matsch von unten kommt, ist das für uns kein Schaden. Jetzt bist du sauer, das verstehen wir auch. Lies den Vertrag nochmal, du Lauch. Mensch, was musst du auch da wohnen? Elementarschadenversicherung. Die Versicherung für alle, die nicht von Elementarschäden bedroht sind. Ja, immer Verträge lesen. So, liebe Zuschauer, fragen wir noch mal nach, wer kämpft denn im Moment gegen die Einführung der Pflichtversicherung? Versicherungsfritzen und die FDP. Zwischen der FDP und denen besteht ja traditionell eine, beim Fußball würde man sagen, Fanfreundschaft. Im April beim FDP-Europaparteitag hatte der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft einen eigenen Stand und FaceTime mit dem Finanzminister. Hier direkt neben Maja Pfister, GdV-Cheflobbyistin. Sie postet hinterher gerührt, vielen Dank für den guten Austausch. Wie schön. Ja. Ja, für solche Stände zahlt man übrigens Geld. Wie viel genau, müssen die Parteien nicht offenlegen. Und wir schalten mal live vor die FDP-Zentrale in Berlin zu Holger Stockhaus, Leiter der GdV-Abteilung Human Relations and Professional Einschleiming. Herr Stockhaus, so spät arbeiten Sie noch? Ja, klar, Herr Welke. Dieser Stand ist permanent besetzt. Also im Grunde ein Dauerständer, ja. Nein, also wirklich, was zwischen uns und der FDP abgeht, das ist so intensiv, das geht schon in den sexuellen Bereich, ja. Und übrigens, Maja Pfister ist nicht nur Cheflobbyistin, die kandidiert ja am Sonntag auch noch für die FDP und das Europaparlament. Also fingers crossed, ja. Ihre Cheflobbyistin ist gleichzeitig, ja, FDP-Kandidatin? Ja. Mhm.
Sorry, ich muss ganz kurz meine Kotze runterschlucken. Ja, ja, das ist ja das Geniale, nicht? Also anderswo wird das immer so künstlich getrennt. Hier Lobbyisten, da Parteien. Wir und die Liberalen, wir sind ein Team. Und die FDP verhindert ja nicht nur, dass wir irgendwelche Häuser mit Absaufgarantie versichern müssen. Nein, der Lindner hat neulich erst das sogenannte Provisionsverbot für Anlageberater verhindert. Stimmt. Verbraucherzentralen warnen seit Jahren. Wegen solcher Provisionen würden Kunden zu ungewollten Vertragsabschlüssen gedrängt. Deswegen wollte die EU die eigentlich verbieten, um Kleinanleger zu schützen. Ja, hör bloß auf, Katastrophe wäre das gewesen. Der späte Sieg der DDR mit Uschi von der Leyen als Josef Stalin. Also auch Kleinanleger haben ja wohl das Recht, in Finanzfragen professionell beraten zu werden. Ja? Zum Glück haben gleich mehrere Lobbyverbände den Lindner um Hilfe gebeten. Und dieser Engel in Menschengestalt hat persönlich einen Brief an die Kommission geschrieben. Er sei zutiefst besorgt. Der Mann sieht nämlich nicht nur schweinegut aus, der hat auch noch Vollahnung. Natürlich ist es so, dass eine Versicherungsvermittlerin was verkaufen will. Aber die spricht ja dann jemanden an und sagt, hey, du brauchst zum Beispiel etwas für deine Altersvorsorge. Und da kommt vielleicht jemand gar nicht drauf. Wenn wir das komplett abschaffen und es nur noch quasi eine Beratung nach Honorar gibt, wo Menschen selber entscheiden müssen, ich brauche sowas, dann geht uns unter dem Strich etwas auch an finanzieller Bildung als Nebenwirkung von Versicherungsvertrieb verloren. Finanzielle Bildung, so. Wir Finanzmakler sind nämlich eigentlich Lehrer. Wir machen das nicht wegen Geld, also auch, aber vor allem wegen Bildung. Ja, und das Schlimme ist, Lobbydruck funktioniert. Im Frühjahr 23 hat die zuständige EU-Kommissarin ihre Pläne erstmal beerdigt. Win-win, happy end, Germany 12 points. Wegen der engen Bindung, die wir seit Jahren pflegen. Gucken Sie mal, wie viele FDP-Leute in unsere Branche gewechselt sind. Daniel Bahr, Ex-Gesundheitsminister, heute Manager bei der Allianz Private Krankenversicherung. Birgit Grundmann, erst Staatssekretärin im Justizministerium, direkt danach Cheflobbyistin bei der Allianz Deutschland. Patrick Döring war mal FDP-Generalsekretär, heute verkauft er Krankenversicherungen für Hunde und Katzen. Also, Herr Welke, falls Ihre Frau Sie mal entwurmen lässt oder kastrieren, dann kann sie gern den Herrn Döring anrufen, ja? Ach du Scheiße, der Lobbytyp vom Verband der Tabakwirtschaft. Die baggern hier auch ständig an der FDP rum. Ey, verpiss dich, ihr seid voll unseriös. Guck dich doch mal selbst an. Jetzt pass mal gut auf, Freundchen. Ich erkläre dir jetzt mal ganz in Ruhe die Vorteile einer Zahnersatzversicherung. So, komm her. Komm hier. Holger Stockhaus, vielen Dank.